Seit dem Tag, an dem du mein Leben gerettet hast, dachte ich, ich kenne dich. Doch jetzt. All die Briefe deines Vaters blieben ungeöffnet. Aber ein paar Zeilen deiner Schwester ändern alles? Ich wusste nicht einmal, dass du eine Schwester hast. Wir sind pleite, altes Haus. Wir können uns die Überfahrt in die alte Welt nicht leisten. Es sei denn, du erinnerst dich wieder daran, was Arbeit bedeutet. Dynamitfischen? Ernsthaft? Nun ja, der Siedlung im Norden fehlt es eigentlich immer an Nahrung. Weißt du noch, damals, als wir aus den Gruben geflohen sind? Da ist noch etwas Dynamit übrig. Da hast du es. Aber sei ja vorsichtig. Noch mehr verkohlter Fisch. Was zur Chimichurri war das für ein Knall? Warten nicht gerade Papageifische. Irgendwas mit Flossen sollte genügen. Ein Haufen verkohlter Fisch, frisch auf den Tisch. Bei dem ersten Knall war mir schon klar, dass ihr es seid. Seid her, was ihr dieses Mal dabei habt. Ach, dieser verbrannte Gestank. Gib her, was auch immer das ist. Und ich helfe dir, es loszuwerden. Hier sind die Fahrkarten. Beeilung! Das Schiff fährt bald ab. Und niemand will, dass ihr es verpasst. Das war's. Wir lassen das Paradies zurück. Du hast nie viel über deine Familie gesprochen. Aber das hier ist dir todernst, oder? Nun, ich habe geschworen, dich zu beschützen. Und ich breche niemals einen Schwur. Selbst wenn ein Blinder sehen kann, dass du gerade kopfüber in einen Misthaufen hechtest. Ich habe nie irgendetwas von dir verlangt. Nicht, als du dich heimlich davongemacht hast. Um die Bürde der Familie. Vater ist des Hochverrats angeklagt. Kannst du das glauben? Verhaftet. Und der königlichen Ritterwürde beraubt. Wirst du uns beistehen? Ich bin jetzt, da Vater eingekerkert ist. Es wird ihn umbringen. Bitte komm nach Hause. Wir brauchen dich. Bist du es wirklich? Ich hatte nicht gewagt, auf deine Rückkehr zu hoffen. Erinnerst du dich an Bright Sands? Natürlich tust du das. Wir liebten es hier. Doch die Zeiten ändern sich. Der königliche Rat unterstützt jetzt Onkel Edward. Vater ist tot und er reißt alles an sich. Diese Häuser. Du hast vergessen zu erwähnen, wie wohlhabend du bist. Warum zur Hölle verkaufen wir Fisch und schlafen in Scheunen? Hast du deinem Freund nie von Good and Sons erzählt? Es gäbe viel zu sagen. Aber jetzt beginnt Vaters Beisetzung. Wo habt ihr Gören euch herumgetrieben? Lasst uns diese bedauerliche Pflicht hinter uns bringen. Scheint, als hätte der Tod den falschen Bruder ereilt. Egal, wie wenige gekommen sind, es sind die, die er am meisten liebte. Niemand mag Verräter oder ihren verkommenen Nachwuchs. Macht euch besser aus dem Staub.
Das sollten wir. Vorerst. Ich habe mit meinen letzten Ersparnissen ein Eiland erworben und die Überfahrt für Vaters letzte Getreue bezahlt. Gemeinsam werden wir seinen Namen reinwaschen. Oder bei dem Versuch sterben. Deine Schwester erinnert mich an dich. Das heißt dann wohl, dass uns neue Abenteuer erwarten, was? Da sind wir. Ditchwater. Das Ende der Welt. Ich hoffe, Sie mögen es ruhig. Was, du bist immer noch hier? Versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf diesem verwaisten Island? Lass Onkel Edward ruhig spotten. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Wenn du Vaters geschärften Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. Wir müssen ein Zuhause schaffen für all die treuen Seelen, die noch zu uns stehen. Wir brauchen jede helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen wollen. Bretter, sehr gut. Ich werde versuchen, nicht an den Sarg zu denken. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Bleibst du aus meiner Boshaftigkeit? Oder ist das ein verzweifelter Versuch, mir Konkurrenz zu machen? Da du so gerne verantwortlich wirken willst, wirst du mit Freuden hören, dass die Kosten dieser verschwenderischen Trauerfeier dir allein zufallen. Dieser geizige, herzlose Bastard. Er hätte Vater am liebsten irgendwo im Wald verscharrt. Sieh nur, was für üble Verleumdungen Edward auf Bright Sands drucken lässt. Sie sind Samuels Erbe, oder? Gott sei Dank. Glauben Sie mir, ich bereue jedes einzelne Wort, das ich für Ihren Onkel drucken ließ. Er verdreht einfach alles zu seinen Gunsten, auf Kosten von Vater und uns. Thank you.
Vater hätte nicht gewollt, dass wir hier herumsitzen, während sich unser einziger Hoffnungsschimmer in einem solchen Zustand befindet. Lass uns alle Bewohner versammeln und sie bitten, diese Siedlung wieder instand zu setzen. Es lindert den Schmerz, je mehr Menschen um einen sind, nicht wahr? Es war ein langer, harter Tag. Wir müssen uns um all die hungrigen Leute hier kümmern. Neues Zwischenziel erreicht. Das sind genug Hände, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben einhauchen. Das Land kann nur bestellt werden, wenn es auch genug Felder gibt. Lege sie an. Ein Blick in die Gesichter deiner Leute sagt alles. Pass bloß auf, dass ihre Unzufriedenheit nicht zum Problem wird. Schönen Tag auch. Das Land kann nur bestellt werden, wenn es auch genug Felder gibt. Lege sie an. Du machst Mücken aus Elefanten. Uns gehen die Bretter aus. Doch es lagern noch welche in den Ruinen hier. Am besten, du siehst dort mal nach. Sich ausruhen und vielleicht ein wenig ihre Kehlen befeuchten. Die Beerdigung liegt schon eine Ewigkeit zurück, aber die Kosten, der Gedanke daran quält mich jeden Tag. Zahle sofort deine Schulden oder verhöge, was immer du noch hast. Die Leute haben sich erholt und wollen weitermachen. Lass sie hier so viel Platz wie nur möglich schaffen. Besuche unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. Es scheint, als wären wir mit unserer Verachtung für Edward nicht alleine. Wäre ich von dir abhängig?
bereit, meine Wohltaten zu vergelten? Glaub bloß nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. Sag mir, dass du einmal etwas geschafft hast. Wollen Sie uns das Leben noch mehr versüßen? Schwarzes Schaf, hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr, 4 Säcke und zwar volle. Ich störe nicht mal die Nachbarn. Nicht zu glauben. Wir werden auf Sie anstoßen. Das wahre Glück auf Erden.